Geniale Tipps und Tricks vom Raspberry Pi von Martin Strohmeier. Martin Strohmeier ist C++-Entwickler und arbeitet zwar hauptsächlich mit Windows-Systemen, beschäftigt sich aber in seiner Freizeit speziell mit Raspberry Pi und mit Linux und ist auch der Mitgründer von dem Grazer Computerclub GC2. Genau. Und wir hören jetzt einen voraufgezeichneten Vortrag. Der Martin wird dann aber später für uns live für Q&A zur Verfügung stehen und er ist auch im IRC für Fragen zu haben. Viel Spaß! Hallo, ich begrüße euch zu meinem Vortrag für die Grazer Linux-Tage 2021 mit dem Titel Geniale Tipps und Tricks zum Raspberry Pi. Ja, ich möchte den Vortrag in zwei Teile teilen. Ich möchte einerseits euch zeigen, was die Raspberry Pi Foundation in den letzten 2 Jahren für Hardware entwickelt hat, was neu herausgekommen ist. Und zum anderen Seite möchte ich euch zeigen, was es für coole Tipps und Tricks, was für Software es gibt, mit der man auf der Raspberry Pi arbeiten kann. Als erster ist natürlich neu herausgekommen die Raspberry Pi 4. Ich habe sie hier noch einmal da, dass ich sie euch zeigen kann. Schaut so aus. Es ist eine komplette Neuentwicklung. Einerseits ist natürlich der Prozessor, also der SoC, ganz neu. Es ist eine neue Grafikeinheit drinnen, die jetzt auch H265 beschleunigen kann, die 4K kann mit 60 Frames per Second. Also hier hat es doch einiges getan. Was noch? Also die Taktrate liegt bei 1,5 GHz und ist ein Cortex A72 Kerne, also 4 Kerne sind drinnen. Was da noch wichtig ist an Entwicklung ist, wir haben hier jetzt Gigabit. Einen neuen Gigabit-Chip, der Gigabit-LAN mit voller Geschwindigkeit unterstützt. Also wir können da praktisch das Gigabit komplett ausnutzen, was früher eben nicht der Fall war. Es gibt auch einen Anschluss für USB 3.0, das sind die blauen hier, und USB 2.0, das ist auch neu. Wichtig ist da zu beachten, dass sich die Anordnung geändert hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Raspberry Pi 2 da zum Vergleich nehme, dann sieht man da, dass die Position des Ethernet-Anschlusses gewechselt hat und dadurch natürlich Gehäuse kaum mehr nutzbar sind, aber das ist ja nicht der einzige Unterschied. Auch versorgungstechnisch sind wir jetzt auf einen USB-C-Anschluss. Hat natürlich den Vorteil, dass der keine Richtung hat, wie man den einstecken oder nicht verdreht einsteckbar ist. Es ist auch ein OTG-Anschluss, also ich könnte den auch nutzen, wobei ich das bis jetzt noch nie ausprobiert habe. Wichtig ist auch, es gibt jetzt zwei Videoanschlüsse. Diese sind nicht mehr wie vorher ein normaler HDMI-Anschluss mit der voller Größe, sondern das ist Micro-HDMI. Nicht zu verwechseln mit Mini-HDMI, das wir beim Raspberry Pi Zero haben. Leider hat sich das eben da geändert. Das ist eben wichtig, wenn man jetzt die Raspberry Pi 4 kauft, dass man da die entsprechenden Adapter dann auch hat, dass man das am Monitor anschließen kann. Was ich noch nicht gesagt habe, ist auch die RAM. Also Besonderheit ist, beim Bestellen muss man sehr aufpassen, weil die RAM-Ausstattung unterschiedlich sein kann. Also bei den alten Raspberry Pis war man auch mit 1 GB limitiert, weil das eine Limitation eigentlich aus dem Grafikkern war. Da konnten sie nicht höher gehen. Und 3 Plus hat auch nur 1 Gig RAM und die Raspberry Pi zuerst ist sie rausgekommen mit 1 Gigabyte RAM. Mittlerweile ist die Basisversion hat schon 2 Gigabyte RAM und es gibt optional 4 Gigabyte RAM und 8 Gigabyte RAM, die man sich kaufen kann. Das ist eine 4 Gigabyte Variante. Das ist schon ziemlich cool, weil man da dann auch Programme laufen lassen kann, die auch speicherintensiver sind. Ja, ansonsten da gibt es natürlich wieder den SD-Kartenanschluss. Auf der Rückseite ist sonst nichts Interessantes. Und vom WLAN her ist es eigentlich gleich wie die 3 Plus. Wir haben AC-Unterstützung, 2,4 und 5 GHz Band. Und Bluetooth ist da allerdings ein bisschen neuer, gibt es da Bluetooth 5 dabei.
Ja, hier unten sehen wir wieder einen Versorgungschip und hier sind eben diese neuen Chips, die auch PCI Express fähig sind. Ja, ich glaube, das waren so die interessanten Informationen. Schauen wir ein bisschen Richtung Performance. Ja, also das WLAN ist ein wenig schneller geworden, auch die SD-Karte ist ein wenig schneller geworden, was im Realbetrieb nicht so viel ausmacht. Dann LAN ist natürlich massiv schneller geworden. Wie gesagt, bei der 2er haben wir praktisch mit 100 Megabit begrenzt gehabt. Bei der 3er waren wir begrenzt durch den Anschluss an die USB 2.0 mit etwa 240 Megabit. Und die neue Raspberry Pi 4 kann das Gigabit komplett ausnutzen. Und natürlich auch über USB 3.0 dann auch entsprechend auf einen Speicher, Festplatten oder SSD speichern können. Beim Benchmark ist das so eine Sache. Manche Benchmark weisen hier massiv bessere Leistung aus, so wie da zum Beispiel dieser Lean Park. Also das stammt aus von dieser Homepage, diese Werte. Und das ist eher unrealistisch, aber das sind halt spezifische Tests. Also die Tests, wie ich sehe, zeigen nicht so extreme. Das schauen wir uns dann noch an. Leistungserhöhung. So, und dann die Leistungsaufnahme. Also die ist natürlich auch etwas gestiegen. Die Leistung der CPU ist ja auch ist ja auch viel schneller. Da sind wir ja etwa 40% in die Höhe gegangen und haben so jetzt 7,6 und sie empfehlen ein 3 Ampere Netzteil. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Wie schaut es mit der CPU-Performance aus? Ja, also hier haben wir rot die ganzen verschiedenen Raspberry Pi Varianten, die dann immer so leicht angestiegen sind. Und wir sehen dann schon bei der Raspberry Pi 4 gegenüber der Pi 3 mit 70% Verbesserung, dass da doch massiv schneller geworden ist. Ja, wenn man das jetzt allerdings mit so einem aktuellen System oder unter Anführungszeichen einem aktuellen, also mein Laptop-System mit einem i7 aus der 4er Intel-Generation, dann ist man da schon sehr weit weg. Dann möchte ich kurz mal ansprechen, auch das Compute-Modul, das ist praktisch, das hat es ja früher schon gegeben, die Compute-Module, die waren dann aber eher so wie RAM zum Anstecken und die haben jetzt einen ganz neuen Anschluss. Und das ist im Grunde ein Raspberry Pi CPU mit RAM und WLAN. Und da kann man das auf eine OSAFE stecken und was halt zusätzlich noch ist, ist ein Flash-Speicher, sodass man keine SD-Karten optional, dass man keine SD-Karten brauchen kann. Und also was ich so mitkriege, wird das von der Community sehr gut angenommen und ist sehr interessant für viele eigene Projekte. Ist auch wieder so, dass man die in unterschiedlichen RAM-Ausstattungsvarianten bestellen kann. Dann, wie gesagt, gibt es so eigene RO-Platinen, auf die man die dann aufstecken kann. Ja. Und die halt interessanterweise zum Beispiel auch den PCI Express Anschluss ausführen können, also nach außen führen können. Was sich noch an Entwicklung getan hat, ist die Raspberry Pi 400. Das ist jetzt praktisch eine kompakte Tastatur mit Raspberry Pi Hardware innen drinnen. Das ist jetzt aber keine Original Raspberry Pi und das ist auch kein Compute-Modul, sondern es ist eine eigene Platine, wo das aufgelötet ist. Spezialität, also zusätzlich natürlich, dass die Tastatur drauf ist, ist noch, dass sie etwas höher getaktet ist. Es ist eine neuere Revision von dem Prozessor drin. Der ist mit 1,8 GHz getaktet, was allerdings auch kein Problem ist, die Raspberry Pi 4 auf diese Takt zu bringen. Also da sind normalerweise bis zu 2 GHz und sogar ein bisschen drüber bei der Übertaktung möglich. Aber die ist von Haus aus mit 1,8 und sie hat eine integrierte passive Kühllösung, die sehr gut ist. Da werden keine Temperaturen erreicht, auch wenn man sie länger mit Volllast betreibt. Was halt nachteilig ist, ich habe keinen Kameraanschluss, keinen Displayanschluss und es ist ein USB weniger, also nur ein USB 2.0 Anschluss und
weil daran natürlich die Tastatur angeschlossen ist. Unten sehen wir so ein Bild, wie ich da an so einem Testaufbau gehabt. Man kann mit einem IDE-Kabel im Übrigen die Pins nach außen führen, die sind vorne noch so Stecker. Was man allerdings sieht, obwohl da Tastatur eigentlich, man meinen könnte, die hätten genug Platz gehabt, ist es dann doch ein bisschen eng, wenn man hier die Daten. Es gibt dann so ein Bundle eben, also das kann man sich entweder einzeln kaufen. Oder mit SD-Karte und Handbuch Stecker für den Monitor und so weiter und Kabeln und Maus. Und ja, hier ist nachteilig zu sagen, dass die Kabel relativ steif sind und sie nicht so praktikabel dann zum Nutzen ist. Aber grundsätzlich ist es ein solides Produkt, wobei ich den Sinn jetzt nicht so richtig sehe von bei 400. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, hier eine Raspberry Pi zu kaufen und dann die Tastatur seiner Wahl dort anzustecken. Ich bin auch etwas enttäuscht von der Hardware, weil hier doch eine Chance vergeben wurde, da was Cooles zu machen. Zum Beispiel, dass man das Compute-Modul verwendet hätte, dann wäre es upgradefähig gewesen. Man hätte ja SSD intern einbauen können oder ein Interface auf SSD. Das hat man alles nicht gemacht. Oder den RAM wechselbar. Das wären auch coole Features gewesen eigentlich. Ich habe mir so ein bisschen die SD-Karten angeschaut, die so dabei gelegen ist in dem Bundle. Die hat eine recht gute, für SD-Karten eine recht gute Performance. Wenn man aber da den vierten anschaut, das ist ein SSD auf dem USB 3.0-Bus, dann hat man hier schon ganz andere Werte. Und grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass das natürlich optimaler wäre. Unten sehen wir kurz so eine Temperaturkurve. Die bewegt sich immer unter 50 Grad, also da ist kein Problem. Was jetzt ganz neu und überraschend rauskommen ist, ist Pico, die Raspberry Pi Pico. Das hat jetzt eigentlich nichts zu tun mit den anderen Raspberry Pis, sondern das ist ein Mikrocontroller Board, also wie die Arduino Boards oder auch andere. Auf die gehen nachher noch ein. Muss mal kurz trinken, Moment. Das ist eine komplette Neuentwicklung von der Raspberry Pi Foundation und zwar haben die da einen eigenen Prozessor entwickelt und der hat intern zwei Dual-Core ARM Cortex M0 Plus Cores, die mit 133 MHz getaktet sind. Das ist ganz interessant, weil sie da halt praktisch neu in diesen Markt einsteigen. Wir können uns das Reale einmal kurz anschauen. Die schaut so aus. Was bemängelt wird, ist, dass sie keinen Reset-Button hat. Den kann man sich aber relativ leicht an zwei Pins nachlöten oder es gibt eigene kleine Platinen dafür. Und die hat dann einen USB-Anschluss und damit kann man zum Beispiel Programme direkt draufschieben und so. Das funktioniert recht gut. Von den Spezifikationen her hat sie also 264 Kilobyte RAM und 2 MB Flash, was relativ viel ist. Das wird sicher deswegen sein, weil man dann MicroPython drauf spielen kann und dann direkt mit Python oder MicroPython das programmieren kann und das direkt runterladen kann. Das ist eigentlich ganz praktisch. Vergleicht man so ein bisschen mit der Zero. Es ist ein bisschen kleiner, nur leistungstechnisch. Also wir sind bei der Zero durchaus, also das ist die ohne WLAN mit bei 5,5 Euro in etwa und die Pico etwa mit 4 Euro. Ja, sie hat natürlich einige GPIOs und Besonderheit ist der programmierbare I/O-Kern, der es da gibt, wo man zum Beispiel, da kann man dann direkt Protokolle abbilden. Ist ganz beliebt. Oder wird sich vielleicht beliebt werden. Ja, es ist nichts ganz Neues. Also während sie bei der Raspberry Pi eigentlich der Entwicklung sehr weit vorne waren, ist es bei dem Mikro oder bei dem Mikroprozessor-Boards jetzt nicht so was Besonderes. Es gibt Alternativen, die schon lange auf dem Markt sind. Zum einen möchte ich hier mal zum Beispiel das erwähnen, das STM Microelectronic STM F1 oder kurz Bluebill genannt. Das hat einen besseren Prozessor drauf, das hat einen ARM Cortex M3, der mit 72 MHz getaktet
wird. Und also es hat sehr wenig RAM, das System. Es hat nur 20 GB RAM und nur 128 GB Flash. Das ist natürlich sehr wenig. Offiziell hat es nur 64, meistens wird aber mit 128 Flash ausgerüstet. Und die Preise ist das aber sehr gering. Und da gibt es zum Beispiel interessante Projekte, wie es auf der rechten Seite zu sehen ist. Das ist ein Oszilloskop, ein 10-Euro-Oszilloskop. Da kann man mit einem DFD, was man an dem Board anbindet, und den einen Analog-Input, kann man dann auch Oszi realisieren. Wobei es natürlich sehr eingeschränkt nutzbar ist. Aber interessantes Projekt. Und dann gibt es natürlich Expressive 286, das ganz bekannte. Und hier ist vor allem, die haben einen eigenen Kern, Prozessorkern, und hier ist vor allem Wi-Fi dabei, was das System ganz interessant macht. Zum Beispiel sehen wir hier an der, am Foto ein System, bei dem ich einfach einen DHT-Sensor da aufgelötet habe, da habe ich gar keine sonstige Elektronik braucht, und über das WLAN läuft auf dem System dann ein Webserver, und da kann ich über das Handy direkt im ganzen Haus praktisch Feuchte und Temperatur am Handy auslesen. Also bei den Mikroprozessoren geht es nicht immer um Leistung oder Speicher, sondern einfach um die Nutzbarkeit für das, was ich brauche. Ja, das war so die Hardware. Ich möchte jetzt noch ein bisschen zu den Tipps und Tricks kommen. Da möchte ich zum einen das Programm vorstellen, Resp2PNG. Das ist ein Screenshot-Programm. Das Problem bei den Standard-Screenshot-Programmen, es gibt teilweise Programme, die direkt in den Grafikkartenspeicher reinschreiben, wie zum Beispiel Minecraft-Pi oder Video-Abspielprogramme. Und mit denen kann man dann keine Screenshots mit den Standard-Programmen machen, und mit dem geht es. Es war nicht optimal. Ich habe ein paar Optimierungen gemacht. Darum ist das auf unserem Grazer Computer Club GitHub geforkt und noch ein paar Anpassungen gemacht. Dann gibt es auch nach dem gleichen Prinzip auch einen VNC-Server. Auch dieser VNC-Server greift direkt auf die Raspberry Pi Grafikkarte zu. Und der große Vorteil ist, dass man dann auch immer ein funktionierendes VNC hat. Also auch Richtung Minecraft-Pi zum Beispiel oder Kodi und so weiter, kann man sich dann, oder auch in der Konsole, also man braucht nicht einmal X-Windows dafür haben, kann man sich die grafische Oberfläche oder alles, was auf der Grafikkarte ausgeben wird, dann über VNC holen. Ein Problem bei dem Programm ist die Tastatur-Mappings. Also ihr könnt natürlich auch mit der Tastatur Eingaben machen, nur sind die direkt kodiert sozusagen, sodass das jetzt irgendwie ein englische Tastatur-Layout und das aber nicht hundertprozentig umgesetzt ist. Da das Programm aber lizenztechnisch schwierig ist, er hat keine Lizenzfile mehr oben auf dem GitHub, möchte ich hier keine Bugfixes oder so weiter machen oder Weiterentwicklungen. Dann möchte ich kurz das Trigger Happy ansprechen. Trigger Happy ist ein Programm, das über Tastaturtasten Funktionen ausführen kann. Das ist ja schon eine Standardfunktion, was man eigentlich bei vielen dabei hat, aber immer auf der Grafik läuft, also auf dem XF-System. Und hier läuft es aber in der Konsole und läuft also praktisch immer. Damit könnte man zum Beispiel ja, Screenshot, also ich habe es verknüpft mit dem Resp2PNG und habe so Screenshot-Tasten gemacht sozusagen. Und man kann auch zum Beispiel lauter, leiser Funktionen und so weiter relativ leicht da ein integrieren. Dann Hardtop. Hardtop ist lange nicht weiterentwickelt worden und wird jetzt wieder aktiv entwickelt. Es ist aber so, es gibt ein paar Spezialvarianten, die jetzt für die Raspberry Pi gemacht worden sind, um zum Beispiel die aktuelle Taktrate anzuzeigen und die CPU-Temperatur zum Beispiel. Da gibt es eine spezielle Hardtop-Version von Ambient-Betriebssystem, und bei uns haben wir auch da ein bisschen Anpassungen gemacht, eben für die Raspberry Pi. Dann gibt es Raspberry Pi Imager, beziehungsweise auch das Programm USB Imager. Das sind zwei unterschiedliche Programme, aber die sind beide eben, um Images auf SD-Karten zu schreiben. Das war früher immer ein bisschen problematisch, da hat man noch mit, ganz am Anfang mit DD. Dann hat es noch den Etcher gegeben, der ein bisschen ein zwielichtiges Programm ist und so total riesig ist. Und da gibt es jetzt endlich Alternativen, die sehr leicht nutzbar sind. Dann habe ich es verschwiegen noch, die Raspberry Pi Foundation ist auch von Kernel 4 auf Kernel 5 gewechselt, und da gibt es Probleme mit dem DFD-Anzeige. Da hat es früher ein Kernel-Modul gegeben, das direkt
SPI, DSDs in den Kernel mit reinhängen hat können. Und das ist jetzt nicht mehr möglich mit Kernel 5. Und inzwischen gibt es jetzt auch eine Lösung, dass man zumindest mit diesem Programm BCB, also freien Buffer Copy, ILI 9341, kann man diese im User Space dann anbinden, zumindest. Das ist die Performance nicht ganz so gut wie mit dem Kernel 4, aber es ist akzeptabel. Und es ist zwar, also ILI 9341 ist die Bezeichnung dieses Chips auf dem DFD-Display und es werden aber auch andere unterstützt. Ja, grundsätzlich Quellen. Wer sich also interessiert für Raspberry Pi News und Raspberry Pi Themen, den möchte ich da zum Beispiel den Blog von Michael Kofler ans Herz legen. Das ist ein lokaler Autor, der auch ein dickes Raspberry Pi Buch geschrieben hat und der immer wieder auf seinem Blog sich mit Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel der Pi 400 und dem Pi Pico. Dann möchte ich auch ans Herz legen den Andreas Spieß, das ist ein Schweizer. Also, der hat einen YouTube-Kanal und beschäftigt sich da immer sehr viel mit Mikroprozessor und Raspberry Pi-Themen und so weiter. Das ist sehr interessant, der kennt sich gut aus. Dann gibt es noch, wer so an News interessiert ist, CNX-Software. Die machen immer wieder, wenn neue Releases und so weiter sind, dann erzählen die, was da so Neues gibt. Den könnte man auf Twitter folgen oder auf der Homepage. Und wer sich das gar nicht anhören will, der kann auch den Grazer Computer Club folgen. Wir folgen den anderen Leuten und retweeten, wenn da was sehr Interessantes ist, dann wird da immer wieder werden diese retweetet und hin und wieder auch was Eigenes von uns. Dann noch ein kleiner E-Book-Tipp. Und zwar von mir gibt es ein neues Buch. Das ist jetzt ganz neu zu Weihnachten herausgekommen. Da geht es eben um Tipps und Tricks für die Raspberry Pi. Die Themen, auch die ich nachher euch zeigen werde, sind dort alle drin behandelt. Im Grunde muss man sich das Buch aber nicht kaufen. Es ist eine Zusammenfassung und ja, ein bisschen also korrigiertes Fassung des Blogs, der blog.gc2.at. Dort kann man diese Themen alle nachlesen und das ist eigentlich dasselbe. Nun, worauf ich hinweisen will, ist, also Device Tree ist ganz wichtig, dass man sich da damit ein bisschen beschäftigt. Das ist also eine Art Datenstrukturbeschreibung, da kann ich Konfigurationen und Parametrierungen in Files hinterlegen und die dann werden dann beim Booten an den Kernel oder das Betriebssystem übergeben und wird dann angewendet. Wir sehen dann später noch mehrere Beispiele, wie man das nutzt und damit sollte man sich beschäftigen. Also da gibt es einen eigenen Blog-Eintrag und den könnte man dann durchlesen. Ja, also wie gesagt, dieser Blog enthält jetzt einige Tipps und Tricks und da habe ich mir jetzt die meistgelesenen herausgesucht und ganz nur den Top, entweder erster oder zweiter, ist das Herunterfahren der Raspberry Pi. Und zwar ist es relativ einfach möglich, über einen I/O-Button die Raspberry Pi herunterzufahren. Wir sehen da rechts, das ist ein Projekt von mir von einem Scanner, Server sozusagen. Da kann man einen USB-Scanner anschließen und dann kann man mit Scan durchführen und mit Save wird er dann gespeichert. Und da wollte ich eben auch einen Shutdown-Button haben, das ist der rote Button. Der braucht man eigentlich nur, also von GPIO über den Button auf Richtung Masse verbinden und dann in der config.dd dieses Overlay hineinfügen, das ist GPIO Shutdown. Da gibt man den Pin an, also Default wäre 3, das wäre optimal. Dann kann man auch sagen, ob der Active Low oder Active High ist, in dem Fall im Active Low, weil er den auf Low zieht und den GPIO muss man natürlich einen Pull-Up-Widerstand geben, damit er sonst immer auf High ist. Und so einfach, wenn man jetzt den Button drückt, fährt die Raspberry Pi herunter, also geregelt herunter. Und wenn man ihn in dem Fall, wenn man wirklich GPIO 3 verwendet und dann nochmal drückt, dann fährt sie auch wieder hoch. Das funktioniert nur, wenn man den Default Port, weil das muss in Hardware unterstützt werden. Ja, ein weiteres großes Thema ist die Raspberry Pi Zero. Interessieren sich die Leute dafür? Einerseits gibt es hier einen Blog-Eintrag über das Overclocking. Also man kann auch durchaus aus der Raspberry Pi Zero mehr herausholen.
und etwas übertakten, so etwa 16%, und kommt dann schon einiges in Richtung nahe der Pi 2. Dann diese Raspberry Pi Zero, die hat keinen Audioausgang, also keinen Analog-Audioausgang, nur über HDMI. Und den kann man auch nachrüsten. Da muss man lediglich einen Filter, einen Bandpassfilter hinter einem GPIO setzen. Dann kann man auf einen Audioverstärker und dann auf einen Lautsprecher gehen. Da braucht man nur wieder ein Overlay rein zu parametrieren, und dann wird das Audio automatisch am GPIO ausgegeben. Das ist ganz interessant. Und dann interessiert sich die Leute auch sehr für Versorgungen der Raspberry Pi Zero. Es ist so, dass die Raspberry Pi Zero auch funktioniert, wenn sie nicht 5 Volt versorgt wird, sondern sie kann auch, wenn sie leicht über 3,3 Volt versorgt wird, funktioniert das auch schon und kann sich so betrieben werden und verbraucht dann auch noch weniger Strom. Ja, dann gibt es noch Z-RAM, das möchte ich auch die Leute ein bisschen an den Herz. Immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, ja, die SD-Karten wären kaputt. Z-RAM ist ein System, das brauche ich nur mit apt-get-install ZRAM-Tools installieren, und da wird dann im Speicher eine Auslagerungsdatei angelegt, die komprimiert im Speicher dann liegt. Ist natürlich, wenn zu viel Speicher benötigt wird, in den Auslegungsvater wieder im Speicher zu nehmen, aber das entlastet natürlich die SD-Karte, weil standardmäßig beim Raspberry Pi OS wird ein 100 Megabyte File benutzt auf der SD-Karte zum Auslagern, was natürlich jetzt für die Lebensdauer der SD-Karten nicht so sinnvoll ist. Lüftersteuerungen. Eine Lüftersteuerung, also vor allem, wir sehen hier links oben im Bereich mit der gelben Kurve, dass wenn ich die Raspberry Pi 3 schon volle Kanne oder unter Volllast setze, dann wird sie so heiß, dass sie dann anfängt zum Runtertasten. Also das mit, wenn sie 4 Cores voll auslastet. Jetzt könnte ich natürlich für solche Spezialfälle eine aktive Kühlung vorsehen und dann einen Lüfter entsprechend der CPU-Temperatur ein- und wieder ausschalten. Diese Funktion ist schon gegeben, das kann ich wieder über dem Overlay machen. Da gibt es GPIO-Fan. Da gebe ich einfach den GPIO an, und bei welcher Temperatur, in dem Fall im Milligrad Celsius, also 70.000 und 70 Grad, wann der einschaltet. Wenn ich mir das genauer anschauen will, da kann ich, da ist ein Beispiel, dort wird dieses Device-Tree-File, das binäre Beweistil-File Richtung Source dekompiliert wieder. Man kann dann auch Parametrierungen ändern, wie zum Beispiel eben da unten die Hysterese. Die ist standardmäßig nämlich fix hinterlegt und kann nicht als Parameter übergeben werden. Und die ist auf 10 Grad Celsius gesetzt, und das ist nicht ganz optimal. Das führt dazu, dass der Lüfter immer wieder ein- und ausschalten und unter Umständen. Und ich habe mal eben dann diesen erhöht, sodass man dann mit 20 Grad Celsius Hysterese vorne, da habe ich mein eigenes Device-Tree-File angelegt, GPIO-Fan H20, und da müsste ich dann GPIO-Fan H20 nehmen und die gleichen Parameter, und dann hätte ich da eine Hysterese von 20 Grad. So einfach geht das. Ja, zum Schluss möchte ich noch einen weiteren E-Book-Tipp geben. Und zwar, ich habe noch ein weiteres Buch geschrieben, das ist schon ein bisschen älter, aber das habe ich jetzt vor kurzem eben wieder aktualisiert. Es sind noch ein paar Projekte hinzugekommen, zum Beispiel eben dieses Flachbettscanner-Projekt, bei dem man Dokumente direkt mit einem Flachbett scannen kann und über Tastendruck das Ganze gesteuert wird, das automatisch auf einen Server abgelegt wird. Vector Gaming, GBA-Dumper, RFID-Steuerung für Kodi sind zum Beispiel auch so Projekte, die da drinnen sind. Die sind schon älter, und was ich eben neu wieder aktualisiert habe, ist das Roboter-Chaos Line-Follower, sodass praktisch einen Weg gefolgt wird, also einen schwarzen Strich, das Roboterauto dem nachfolgt. Das kann man sich auch auf Amazon kaufen. Das Besondere bei dem Buch ist, dass es auch als Buch zur Verfügung steht, also man kann sie da auch ausgedruckt bestellen und bekommt es dann als Buch geschickt. Ja, das war mein Vortrag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auch euch im Chat, dass ihr mir, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir dann dort direkt Fragen stellen, und ich hoffe, dass ich sie beantworten kann. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Fast hätte ich es vergessen. Aber zum Schluss möchte ich noch bei der die Firma danken, bei der ich arbeite.
dass sie mich bei dem Vortrag unterstützt hat und dass ich diesen in der Arbeitszeit vorbereiten habe können. Nochmal Dankeschön an Christel Seibt und Co. Danke, Martin, für diesen super Vortrag. Es gibt auch schon Fragen im IRC. Wie gesagt, ihr könnt im IRC Fragen stellen und ich stelle sie dann dem Martin einfach nochmal. Die erste Frage wäre, gibt es eine einfache Möglichkeit, den Raspberry Pi über das Netzwerk, zum Beispiel über Windows 10, zu schließen oder zu shutdownen? Ja, ist mir jetzt keine so bekannt. Was ich mir noch anschaue zurzeit ist also ein Raspberry Pi Monitor. Das ist also ein Webinterface, wo ich die CPU-Last und die Temperatur überwachen kann. Und ich schätze mal, dass hier eine Funktion gegeben ist und dadurch über das Web vielleicht im Runterfahren ist. Aber ich habe es noch nicht selbst gebraucht. Okay. Eine zweite Frage dann noch. Ob es andere geniale Tipps gibt für die Answer-Pi? Also sie funktioniert noch. Ich habe sie auch noch zeitweise in Verwendung, die Answer-Pi. Aber was Spezielles für die Answer-Pi? Also es gibt bei uns eben im Blog gibt es einen eigenen Eintrag für die Raspberry Pi Zero. Die ist ja von der zumindest CPU-Hardware gleich wie die und RAM-Ausstattung gleich wie die Answer, sodass also Zero, alles was für die Zero gültig ist, auch für die Raspberry Pi 1 gültig ist, könnte man sagen, außer dass sie dort halt keinen Netzwerkanschluss hat. Aber jetzt so ad hoc, was man da für die 1er, wüsste jetzt nicht. Also müsste man spezifisch fragen. Aber in deinem Buch, das du im Vortrag erwähnt hast, wird da nochmal die Answer Pi extra ausgestrichen oder ist das speziell für die neueste? Nein, eigentlich hauptsächlich, also füge ich auf die Zero ein, weil die Zero halt vom preislich recht interessant ist. Also die Answer kann man noch für Projekte verwenden. Ich habe es zum Beispiel bei diesem Scanner-Projekt verwendet, weil es einfach ihm da jetzt keine Anforderungen an Hardware gegeben hätte, sozusagen. Man muss nicht schnell sein, man muss das Netzwerk 100 Megabit reicht für kleine PDFs abzulegen. Und also es bezieht sich hauptsächlich auf die Zero, die Sachen, und die sind meiner Meinung nach auch recht gut gültig für die Raspberry Pi 1. Okay, super. Dann gibt es eine Frage, ob du gutes passiv gekühltes Gehäuse kennst. Oder naja, ist es generell nicht gut? Nachdem ich jetzt einen 3D-Drucker habe, mache ich mir grundsätzlich meine Gehäuse selbst, was ich jetzt habe. Und also es ist nicht so empfindlich jetzt von Temperaturen her. Sie regelt sie selber runter, wenn sie zu warm werden würde. Und es ist so, dass also optimale Kühlung kriegt man halt mit einem Lüfter. Nur bei der Zero braucht man überhaupt nichts im Endeffekt. Also da picke ich auch nichts drauf. Wenn man sich da die Temperaturen anschaut, das kommt nie in einen kritischen Bereich. Und das ist mehr so ein Thema für die schnellen Raspberry Pi 3 plus 4, wo man jetzt wirklich bei der Kühlung viel tun muss. Also so ein Raspberry Pi 2 auch, die wird nicht heiß. Da kann man auch, also wenn da ein paar Löcher im Gehäuse sind, also wir haben diese bei uns für die Workshops, haben wir diese Gehäuse. Die haben jetzt da einfach nur so ein Raspberry Pi Löcher. Das reicht vollkommen für die Raspberry Pi 2. Das erst ab 3, wenn man sie voll auslastet, dass es da Probleme gibt nochmal. Das ist vielleicht eher also ein guter Link zur nächsten Frage, ob es gibt's Tipps zum Stromverbrauch zu verringern, weil Lüftung hast ja gleichzeitig Stromverbrauch. Also grundsätzlich hat die Raspberry Pi so einen niedrigen Stromverbrauch, dass ich weiß nicht, ob man sich da wirklich so viel Gedanken machen sollte. Also selbst wenn man sie durchlaufen lässt, die Verbrauche sind sehr niedrig, man sie taktet auch runter. Man kann grundsätzlich, also es gibt auf der Homepage einen Link dazu, wie man die Raspberry Pi Zero dazu, also noch optimieren kann. Dort ist es ja so, dass man es vielleicht eher mit Akkus betreiben möchte oder so, wo es dann schon wichtig ist, vielleicht, dass man da runterkommt. Also man kann den Videoausgang abschalten, wenn man jetzt nicht HDMI-mäßig nichts angeschlossen hat, das bringt ein bisschen was. Manche tun sogar die LED abschalten, bringt da 3 mA. Und natürlich kann man sie ein bisschen runtertakten, aber nachdem das eh immer geregelt wird, bringt das nicht so viel. Aber gibt es ja Seiten, da steht dann drin, wie viel, also auf der Homepage gibt es einen Link dazu, was man da rausfinden kann. Okay.
Okay, dann gibt es noch eine Frage zum Pi-Hole-Leistungsbedarf, aber ich glaube, das hast du mehr oder weniger eh schon beantwortet. Ja, also ich mache mir weniger die Gedanken um den Verbrauch jetzt, wenn ich nur so einen Server wohl laufen habe daheim. Das ist sehr gering. Besonders wenn man die Zero einsetzt. Die Zero hat einen extrem niedrigen Stromverbrauch, 180 mA so in der Richtung, beziehungsweise 120 sogar, glaube ich, nur im Idle und 180 unter Volllast. Das ist extrem niedrig, also. Ja, jemand hat gesagt, dass er mit einem Solarpanel arbeitet und dort sollte er natürlich anscheinend jedes Das ist Milliwatt. ja, das ist natürlich schon. Aber wenn ich jetzt sage, ich will es mit Batterien betreiben, also ich habe ja so ein kleines Spielkonsole gemacht, ja, dort macht es natürlich einen Unterschied. Also man holt ein bisschen was raus, wenn man den Ausgang abschaltet, den HDMI-Ausgang. Und auf jeden Fall muss man die Servo einsetzen. Die Servo ist super sparsam. Man kann sie statt mit 5 Volt mit 3,3 ungefähr, ein bisschen mehr wie 3,3 sollte sein, sie betreiben und dann verbraucht sie auch nochmal ein bisschen weniger, weil sie hat selbst einen Spannungsregler drinnen und solange man nicht 5 Volt braucht, also sprich USB, ist es dann egal. Also da, so bin ich drauf gekommen und ich hab sie da mit 2 Batterien oder so betrieben und da geht es dann einige Stunden. Also mit dem Pendel habe ich jetzt nichts gemacht mit Solar, wie da die Energie ausschaut. Okay, ja. Also es ist auch gestanden, dass jemand das Media Center mit einer Pi 4 laufen hat, mit Kühlkörpergehäuse und dass das ohne Probleme funktioniert. Vielleicht Ja, wird ich das war auch einmal. überrascht, ich habe mir die Temperaturen so angeschaut und es ist oft so, dass man mit zwei, drei Cores durchaus noch mit Gehäuse mit Löchern noch wegkriegt. Also es wird dann nur kritisch, wenn man richtig Volllast fährt und alle 4 Cores auslastet. Zumindest bei der 3 Plus, da war es genau, weil ich da genau die Daten mir damals angeschaut habe. Und bei der 4er habe ich einen Lüfter mit eben dieser Temperatursteuerung, sodass der Lüfter nur bei über 70 Grad anläuft. Das hat natürlich den Vorteil, dass man echt, wenn man wirklich volle Last braucht, dann trotzdem runterkühlen kann. Aber ansonsten das passiv läuft. Also das ist meiner Meinung nach das Sinnvollste. Und durchaus, wenn es jetzt unterm Fernsehkasten ist, da wird es nicht so stören, wenn es ein bisschen Geräusch. Also man kann die Lüfter ja ein bisschen runterregeln. Also das ist nicht so wie beim PC, wo man da eine CPU hat, die jetzt, wenn sie voll ausgelastet ist, 70 Watt verbraucht. Selbst wenn die Raspberry Pi da voll ausgelastet sind, sind das ja trotzdem nur 5, 7 Watt vielleicht maximal. Dann das kriegt man leicht weg mit einem Lüfter. Passiv oder geschlossen natürlich nicht. Da macht es dann auch da ein Problem. Also einen kleinen Lüfter verwenden und vielleicht nicht und den Kopfpolster auf die Nacht haben. Könnte Ja, helfen. und wenn man den eben gesteuert macht, dann wird er nur in Extremfällen anlaufen. Okay, dann würde ich zur letzten Frage vielleicht kommen. Da war es um die Reichweite bei der Pi 4 mit WLAN gegangen. Hast du da irgendwie Erfahrung Na, gemacht? habe ich mir nie angeschaut. Also ich versuche nach Möglichkeit immer mit Kabeln zu verkabeln und weniger auf WLAN zu setzen. Kann ich jetzt gar nichts sagen. Okay, aber vielen Dank für den super spannenden Vortrag. Du hast vorher noch gesagt, dass du im IRC online bleiben wirst, also falls es noch Fragen gibt. Der M. Stroh ist euer Mann. Und ja, vielen Dank. Schöne Zeit noch und es geht um 11 weiter mit dem Raspberry Pi Home Cluster mit Ansible. Wir bleiben dem Thema also treu. Viel Tschüss. Spaß noch weiter. Tschüss.